Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt wollte ich schon Factory Frontier sagen, es wird immer schlimmer. Zu Harvest Moon, Dorf des Himmels, Baumes, Skytree Village, whatever. Übrigens, ich drücke mal auf Start. Nee, Start, das war falsch. Das war falsch. Hör auf damit, Spiel. So. Hier. Gesammeltes. Ich kann hier mir verschiedene Übersichten angucken. Ich habe schon viermal Kohl gesammelt und sonst noch rein gar nichts. Alles leer. Geangelt habe ich auch noch nichts. Und hier so irgendwelche Erze oder so auch nicht. Super. Tasche. Meine Tasche müsste eigentlich leer sein. Oder vielleicht ein paar Werkzeuge. Oh, ach ja, Samen habe ich ja. Ja, Schaufel. Ach, ich habe eine Schaufel. Ich habe eine Schaufel. Wieso benutzt die Olle die nicht? Haben wir hier Anliegenhammer natürlich, Blumen für Carol und die Main Quest, die uns das gesamte Spiel lang begleitet. Und natürlich die Blumen für Carol. Carol ist krank. Bringe Blumen zur Aufmunterung, natürlich. So, Tiere haben wir noch nicht, also große Tiere und kleine Tiere nicht. Tipps brauchen wir jetzt nicht. Dorfbewohner, wir selbst. Chemie, ach, die Chemie war mal der Freundschaftswert, ne? Beruf, Floristinnensohn. Also ich bin ich... Was? Also, man kann doch nicht als Beruf von irgendjemandem der Sohn sein. Also, er ist entweder Florist oder arbeitslos oder so, aber er ist nicht... Was? Also, wer hat das bitte übersetzt? Bitte. Bitte. Please. Nein. Herzlicher, kräftiger Junge. Na, kräftig ist er... Also, er ist stark, aber unter kräftig verstehe ich eigentlich eher so übergewichtig. Aber er ist ein junger Mann mit einer Passion für Blumen. Sam, ein zwielichtiger Händler, denkt immer zu ans Geld. Geld, 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 Geld. Oh, wir haben sogar hier schon Chemie 1. Ich glaube, bei dem verlorenen Tal war Sam und ich auch sofort die Best Friends, weil ich halt eben regelmäßig bei ihm einkaufen war und dann auch mit ihm geplaudert habe. Carol, selbstmütige, etwas kränkliche Floristin. Sie ist Floristin. Sie ist nicht irgendwie, nicht Floristensohn, nicht irgendwie Mutter von Nicht-Floristen oder was weiß ich. Sie ist einfach nur Floristin. Verrückt. Und, achso, die Erntegöttin ist auch vom Beruf Erntegöttin. wacht über das Land. Freundlich und unbekümmert. Und Rowan, ein Erntewächtel. Feldfruchtwichtel, etwas unbeholfen, aber immer emsig. Süß. Okay. Jetzt haben wir hier noch Kommode. Meine Klamotten. Aber ich glaube, ich habe einfach noch... Achso. Achso, das ist quasi hier meine Truhe, mein Inventar quasi. Okay, mein Kühlschrank kann ich auch angucken. Der wird vermutlich auch leer sein. Korrekt. Ja, und hier können wir... Was ist das? Hier können wir speichern, nehme ich mal an. Speichern und laden. Na, dann speichern wir oder laden wir mal. Speichern. Jo. So, das haben wir gespeichert. Toll. Gut, jetzt haben wir die ersten 5 Minuten von dieser Folge schon perfekt verschwendet. Das ist super. Machen wir weiter. Ich würde gerne, niesen. Ich würde gerne tatsächlich niesen. Wieso kann ich da nichts... Wieso kann ich... Achso, ich muss erstmal hier... Mein Fehler. So. Jetzt kann ich hier Sachen pflanzen. Wie zum Beispiel Erdbeeren. Jo, mach mal. So. Ich kann hier oben auch gleich mal durchswitchen. Erdbeeren und Zwiebeln, genau. Aber wir machen erstmal Erdbeeren. Hm. Habt ihr schon mal Erdbeeren mit Zwiebelaroma gegessen? Schmeckt bestimmt gar nicht mal so gut. So. Kann ich eigentlich auch hier schon übelst krass gießen? Bestimmt, oder? So ein super duper Gieß-Move. Wie war denn das? Gießen. Nein, das kann ich nicht. Ich kann nur einzeln gießen. Hashtag SadLife. Hoffentlich kommt das noch, dass ich dann mehr gießen kann. Beziehungsweise wird es auch schon wieder so ein System geben, dass wenn ich Dinge nah am Wasser anbaue, sie auch weniger gegossen werden müssen oder gar nicht gegossen werden müssen. Ich hoffe, dass es hier auch so ist. Das hat mir nämlich sehr geholfen damals. So. Okay. Oh Gott. Es ist ein bisschen hakelig manchmal. Ich hatte erstmal hin, dass ich mit dem Steuerkreuz spielen kann oder steuern kann, während man gießt. Das wird es, glaube ich, ein bisschen vereinfachen. Ich habe es gerade probiert, es geht nicht.
ich kann mich... Ah, aber ich kann mich mit dem Steuerkreuz drehen. Das ist immerhin etwas. So. Das hilft ein bisschen mit dem Steuerkreuz. Muss ich sagen. Ich krieg das hin. Ich kann das. Ich bin cool. So. Okay. Wenn so. So. Da, 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 da. Ich bin schon fast stolz auf mich. So. Alles gegossen. Coole Sache das. So. Gehen wir mal direkt in die Stadt. Oh. Ist da Sam drin? Die Tür ist verschlossen. Wow. Hi. Oh nein, gib mir bitte. Oh nein, dann gib mir wieder Margaretensamen. Ah, okay, danke. Gut, dann bauen wir gleich noch wieder Margaretensamen an. Oh, holy moly. Ich werde ja richtig zugekleistert mit allen möglichen Saatgegenständen. Aber naja, mich das nicht stören. Mache ich das halt. Habe immer was zu tun. Hey. Ja, eigentlich wäre jetzt ja noch Zeit für Margareten. Ja, ich quatsch einfach mal mit allen, falls sie A, was Neues sagen und B, um die Freundschaft zu erhöhen und so. Man kennt das ja so von Harvest Moon Spielen. Einfach mal so ein bisschen bezürzen, ein bisschen quatschen und dann stehen schon alle auf einen. Wenn es im echten Leben auch nur so einfach wäre. So. Okay, dann viermal noch. Wie mache ich denn das? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Nee, ach so. Ich würde gerne das hier abbauen. Das geht aber nicht. Die Option habe ich noch nicht. Traurigerweise. Gut, dann muss ich halt hier ein bisschen arbeiten. So. Hier noch einmal. So. So. So geht's am schnellsten. Ist schon ein bisschen anstrengend, aber ich denke mal, wir kriegen dabei den Clou raus. Wobei ich hätte auch hier dazwischen einfach das machen können, die vier Felder. Oh, ich bin so dumm. Naja, egal. Jetzt habe ich es einmal so gemacht. Gut, ich glaube, heute können wir jetzt auch großartig nichts mehr machen. Ich kann halt eben höchstens jedes einzelne Feld anbauen, aber das wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu übertrieben. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Bett. Da, weil groß, wie gesagt, können wir jetzt auch nichts machen. Okay. Mal gucken, vielleicht sind morgen auch die Margareten schon fertig. Möchtest du heute schlafen gehen? Ja, ich möchte für heute schlafen gehen. Gute Nacht. Dam, dam. Dam, dam. So ein unheimlicher Typ, den habe ich hier noch nie gesehen. Was hat er an der Quelle der Erntegöttin verloren? Ein Morgior. Vor der mysteriöse Hot Guy, den bestimmt dann so alle Mädels voll toll finden. Das sieht wirklich gruselig aus. Ignoriere ihn lieber. Das sieht gar nicht gruselig aus. Man nennt mich Gerald. Oder Geralt. Wir nehmen mal Gerald. Ich bin ein Zauberer von Beruf. Bitte nenne mir deinen Namen und Beruf. Lumé, zur Kenntnis genommen. Gewiss wird unsere Bekanntschaft von beiderseitigem Nutzen sein. Ich bin hier, um die Ursache der Versteppung zu erforschen. Welchen Zweck verfolgst du? Ich möchte der Versteppung entgegenwirken, schätze ich mal. Die Wiederherstellung fruchtbarer Bodenbedingungen wäre ein interessantes Projekt. Grob überschlagen scheint es jedoch unrealistisch, dass ein Individuum hierfür genug Zeit hat. Nichtsdestoweniger habe ich hier einige Ziele in puncto Informationsgewinn. Insofern werde ich hier verbleiben, bis diese erfüllt sind. Solltest du meine Dienste benötigen, so kontaktiere mich. Eine Beobachtung. Es ist das erste Mal seit langem, dass ich einen Erntewichtel sehe. Ich muss jetzt gehen. Meine Forschung braucht mich. Aha, er kann also auch die Erntewichtel sehen. Interessant. Wie
hat er mich sehen können? Menschen können Entenwischel eigentlich gar nicht sehen oder hören. Außer die Entengöttin will es so. Vielleicht will sie es ja so. Er konnte mich gar nicht sehen. Kein gewöhnlicher Mensch. Das steht fest. Neue Informationen im Bücherregal hinzugefügt. Okay. Wir haben den mysteriösen, hotten Smart Guy jetzt kennengelernt. Ich bin gespannt. Oh, wir haben jetzt hier auch noch so andersfarbigen Kohl. Aha. Hallo, andersfarbiger Kohl. Wie ernte ich dich? Ah. Der braucht wirklich nur einen Tag, ne? Der ist ja super schnell. Super schneller Kohl. Er ist super Kohl. Achso, ich kann ja jetzt hier gleich den super duper mega viel Erntemove machen. Eine Sekunde bitte. Ich mache ihn gleich. So. Und los geht's. Mein super duper Erntemove. Blup. Cool. Oh, wie sie alle klatschen. Ja, das habe ich super gemacht, oder? Ernte gesamt. Ernte insgesamt 20. Ich bin auf Rang 2. Ja, cool. So, dann gieße ich erstmal. Wer gießt, der gießt. Wer gießt, hat gesät. Wer gießt, wird ernten. So. So, noch zwei hoch. Wow, das war ein bisschen zu viel. So. Hui, rückwärts. Ich ärgere das so ein bisschen, dass ich da nicht rüberkomme. Dass das Spiel mir einfach verbietet, dann nach hinten zu gehen. Spiel, was soll das? Das Spiel verbietet es mir einfach. Ich will mir was nicht einfach so verbieten lassen. Ich bin da viel zu rebellisch. Na gut. So. Ich überlege gerade, ich kann ja noch. Ich glaube, ich mache hier ganz viele Erdbeeren oder so. Schon mal wieder nebenbei Wasser, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Und schau jetzt mal nebenbei noch in die Stadt. Hallöle? Kann ich jetzt hier rein? Die Tür ist verschlossen. Was soll das? Vielleicht ist es gar nicht sein Laden. Vielleicht wohnt er da und sein Laden ist bei mir vorm Haus oder so. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ach, da oben ist jetzt Sam. Hi Sam. Ich komme ganz schön rüber. So. Was geht ab? So. Erstmal, was können wir denn so schönes einkaufen? Ich nehme nochmal Zwiebeln. Boah. Ich kann gar nicht. Ach so, ich habe gar nicht mal so viel Geld. Ups. Dann verkaufen wir erstmal. Rotkohl und normalen Kohl. Ja, verkaufen wir erstmal. So. So. Gut, haben jetzt ein bisschen Geld gemacht. Zwiebeln. 6-mal Zwiebeln. Ich nehme mal. Habe ich jetzt aus Versehen 8-mal Zwiebeln gekauft? Oder ist das jetzt. Achso, das ist wie viel ich insgesamt habe. Ne, warte mal, jetzt habe ich 9-mal Zwiebeln. Oder? Weiß irgendein Mensch, wie viel Zwiebeln ich jetzt hab? Warte mal, ich kauf mal 8-mal Erdbeeren. So. Ich bin verwirrt. Tasche. Wie viele Zwiebelsamen habe ich jetzt? 8. Und 8-mal Erdbeer. Gut. Gott, das ist alles verwirrend hier. Gut. Hallo. Eigentlich wäre jetzt ihre Zeit für Margareten. Ja, ich bringe sie dir. Sie müssen aber erstmal wachsen. So, den spreche ich nicht an. Da gibt es uns wieder Margaretensamen. Die Tür ist verschlossen, natürlich. Achso, ich kann den Deck drunter. Cool, da kann ich einen Ladebildschirm überspringen. Praktisch. So. Gut, dann bauen wir direkt wieder alles an. So, Samenpflanzen. Ja, fangen wir einfach mal hier an.
sollte... Nee, ich sollte nicht. Das mache ich vielleicht später mal. Am Anfang achte ich schon nicht so sehr auf die Architektur meines Feldes. Ich mache einfach mal. Hier wird jetzt momentan noch nichts berücksichtigt. Ich mache einfach. Oh, es ging so genau auf. Ja. Habe ich richtig geschätzt. So. Jetzt die Erdbeeren, genau. Oh Gott. Na komm, na komm. So. Hoffentlich haben wir später Möglichkeiten, besser zu gießen oder direkt am Wasser halt das alles anzubauen, dass ich kleine Flüsse, Flussgräben aushebe oder so. Das wäre echt super. So, jetzt gießen, ne? Komm, dann mache ich es mir jetzt mal doch einfach. Und mit jenes Tool. So. Ich überlege, ob ich dann noch irgendwas mache für heute. Aber ich glaube, viel haben wir jetzt auch nicht mehr so über. Wir könnten noch mal Sachen anbauen. Aber die Möglichkeiten jetzt so zu Beginn sind doch ziemlich begrenzt. Ja, komm, ich gehe jetzt einfach gleich ins Bett. Wobei es natürlich praktisch wäre, immer noch bis abends wach zu bleiben, dass man dann die Pflanzen noch mal gießen kann. Ah, schwierig, schwierig. Aber was soll ich denn bis dahin machen? Weil hier hinter komme ich ja nicht. Das Spiel lässt mich ja nicht hierher. Warum auch immer. Voll gemein. Ich kann ja mal zur Antigottin gehen. Vielleicht sagt ihr noch was zu diesem Cheryl. Hey, sag mir mal was zu Cheryl. Roman und die anderen bemühen sich sehr um die Sauberkeit. Deshalb ist es hier auch so hübsch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach ins Bett. Und sind gespannt, was es morgen geben wird. Okay, so. So. Ja, alles immer ein bisschen holprig hier. So, okay, dann 1 Uhr nachmittags, ab ins Bett. Freizeit, Spaß, wer braucht sowas? Wir arbeiten und schlafen. Los. Dum, dum. Wer in aller Welt ist das? Will da jemand zur Quelle der Erntegöttin? Wer könnte das nur sein? Und wer das ist, finden wir vermutlich in der nächsten Folge heraus, wenn es wieder heißt, You Made Let's Play, Harvest Moon, Dorf des Himmelsbaumes. Bis zum nächsten Mal. Bye.